Okay, kommen wir jetzt zu den schönen Produkten, also den Produkten, die ich doch dann eher empfehlen kann. Da habe ich einmal das Light Illusion Loose Powder. Also ich mache das jetzt auch von unten nach oben, ne? Also jetzt kommen eher die Produkte, die noch so okay sind und dann steigere ich mich. Und das Produkt ist, also ich kann zu Puder nicht allzu viel sagen. Ich habe schon schlechte Puder gehabt, also ich weiß, wann ich ein Puder nicht empfehlen kann. Und das hier ist absolut okay. Das Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. Das hat halt so eine leicht gelbliche Farbe, soll dadurch eben nochmal ein bisschen mehr die Haut aufhellen. Das ist eben ein loses Puder, sehr, sehr fein gemahlen. Es legt sich leicht auf die Haut. Man sieht nicht irgendwie, dass es in die Fältchen kriecht und sich da so unschön in diese Trockenheitsfältchen reinlegt, sondern es ist einfach was Leichtes, leicht aufhellendes, total okay. Dann die HD Liquid Coverage Foundation. Das ist jetzt die einzige Foundation aus dem aktuellen Standardsortiment, die ich besitze. Das ist eine flüssige Foundation. Die, ich habe jetzt die 020. Ist nicht 100% mein Farbton, muss ich sagen. Ihr habt hier so eine Pipette, wo dann das Produkt so rausgedrückt werden kann. Entweder direkt auf die Haut oder auch auf den Pinsel. Ihr müsst ein bisschen aufpassen vom Kleckern. Also ich bin immer ganz froh, dass ich mich schminke morgens, während ich noch meine Schlafsachen anhabe und nicht, wenn ich schon fertig angezogen bin, weil dann hätte ich mich manchmal über Make-up-Flecken geärgert. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Deckkraft von dieser Foundation ist ganz gut. Es ist jetzt keine Full Coverage, also es ist nicht jetzt ganz, ganz, ganz stark abgedeckt, aber schon eine bessere Deckkraft, würde ich sagen. Die Textur ist sehr, sehr schön, angenehm mit einem Pinsel zu verteilen oder mit einem Schwämmchen zu verteilen. Und der Effekt, der sich auf die Haut legt, ist auch sehr schön. Es steht hier zwar Mattifying drauf, aber es ist nicht sehr, sehr matt. Also ich finde, es ist immer noch so ein bisschen Frische im Gesicht, ein bisschen Leuchtkraft ist immer noch da. Der einzige Kritikpunkt, den ich an diese Foundation habe, ist, dass sie nachdunkelt. Ist nicht jedermanns Sache, muss man mit aufpassen. Also wenn ihr die so frisch swatcht, müsst ihr ein bisschen abwarten, bis sich die wirklich gesetzt hat und dann seht ihr den Farbton, wie er wirklich ist. Das ist so ein kleines Problem, finde ich, aber wenn man weiß, was da letztendlich für ein Farbton rauskommt, ist es dann auch okay, denke ich. Ist jetzt kein Top-Produkt für mich wie für viele, also für viele ist die Foundation ja wirklich sehr, sehr gut. Das ist sie für mich nicht, aber sie ist auf jeden Fall auf der positiven Seite. Dann habe ich eine Lidschattenpalette und zwar die Nude Blossom Collection Eyeshadow Palette. Davon gibt es auch noch andere Varianten. Die ist jetzt hier so ein bisschen rosé, frisch angehaucht, hat ansonsten recht neutrale Töne, hat einen Highlighter-Ton mit Schimmer und einen Sculpting-Ton, also so zum Schattieren und dann eben so diese Farbreihe. Für mich ist die Palette auf jeden Fall schön, auf jeden Fall okay. Mir fehlt persönlich noch ein zweiter kräftiger Farbton. Also das ist jetzt eigentlich so die einzige Farbe, die so wirklich sichtbar ist auf dem Lid. So diese Farbe verschmilzt eigentlich zu sehr mit der Haut und das ist eigentlich so der einzige Farbtupfer in dieser Palette. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es von dem noch einen zweiten Ton ein bisschen dunkler gegeben hätte, statt jetzt diesem Grau vielleicht. Aber das ist jetzt meine Meinung. An sich sind die Farben wirklich sehr schön. Die Augen-Make-ups, die dabei rauskommen, fand ich sehr schön. Alltagstauglich. Man kann die dunkler machen, ein bisschen smoken, um als Abend-Make-up zu tragen. Man kann die helleren Farben tragen, wenn man es nicht dunkel mag. Also da kann man variieren. Die Farben haben alle so einen leicht seidigen Schimmer, aber keinen groben Glitzer drin. Der hier so ein bisschen, das ist so ein matt-Glitzer-Gemisch, aber es ist jetzt kein starker Glitzer. Also eher so eine matte, leicht schimmernde Palette. Die Farben sind kräftig, die Textur ist ein bisschen weich, sodass sie sehr krümelt. Also ihr müsst auf jeden Fall die Pinsel immer abklopfen, bevor ihr damit auf eure Augen geht, weil sonst habt ihr sehr viel Fallout hier. Und ja, aber wenn man das bedenkt, ist es wirklich eine gute Palette, finde ich. Dann habe ich hier dieses Augenbrauenprodukt, das ist der Brow Powder Artist oder Velvet Brow Powder Artist. Ich kann es nicht mehr lesen, die Schrift ist fast ab. Ich habe da die 020 Brow Fashionista.
Ist ein aschiger Ton, passt ganz gut zu blonden Haaren. Auf der einen Seite ist so ein Spoolie-Pinsel bzw. so ein Bürstchen und auf der anderen Seite habt ihr ein Schwämmchen und im Deckel ist das Puder, was ihr halt immer aufnehmt, wenn ihr den Stift in den Deckel taucht. Und das Produkt ist schön, das ist ganz gut geeignet, wenn man keine großen Lücken in den Augenbrauen hat, sondern einfach nur ein bisschen mehr Farbe, mehr Intensität auf die Augenbrauen geben möchte. Wenn man jetzt so einzelne Härchen nachmalen möchte oder sowas, dann ist das zu wenig. Also da müsst ihr gucken, was eure Augenbrauen brauchen, was euch am besten gefällt. Aber an sich finde ich persönlich den Stift sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch diese Mascara, die ist auch ganz neu im Sortiment, die Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black. Gibt es auch noch in der wasserfesten Variante. Und die hat ein Fasernbürstchen mit ja, relativ kurzen Borsten eigentlich. Sie gibt sehr schön viel schwarze Farbe ab, also sie macht ein echt gutes Volumen auf die Wimpern. Sie klebt sie ein bisschen zusammen, aber ich finde nicht so stark wie diese Rock Couture Variante. Obwohl man anhand der Bürstchen eigentlich das Gegenteil vermuten würde, aber mir gefällt der Effekt hier auf jeden Fall besser. Er ist ein bisschen natürlicher, er ist aufgefächerter und von daher ist die Mascara dann eher auf der Pro-Seite für mich. Dann habe ich als Highlighter wieder den Holotoprisma Holographic Stick. Der macht wirklich einen guten Effekt. Also im Gegensatz zu dem anderen Stick, den ich euch vorhin gezeigt habe, macht der wirklich Leuchtkraft. Was da das einzige Problem sein könnte, ist die Farbe. Also ihr seht, der ist halt sehr kühl, sehr bläulich. Das muss man mögen, aber ich meine, wenn man den kauft, dann swatcht man den ja eigentlich auch vorher, beziehungsweise guckt sich vorher mal so einen Swatch an und dann weiß man, worauf man sich einlässt. Aber ihr bekommt halt mit diesem Stift wirklich einen intensiven Highlighter. Und das ist für mich dann wieder positiv. Dann habe ich hier die zweite Creatrice Lip Palette und zwar die Vinyl-Variante. Und die hat eben eine ganz andere Textur. Also während die matte Palette ja auch nicht hundertprozentig matt ist, aber halt so ein bisschen sanfter, ist die halt, ihr seht es eigentlich schon an den Fändchen, sehr viel cremiger, sehr viel farbintensiver. Also da bekommt ihr auch wirklich die Farbe auf die Lippen, die ihr vermutet. Auch die hat einen Lippenprimer und auch einen Lippentopper, der ist in dem Fall silber und nicht gold. Finde ich aber auch absolut okay und passend. Auch einen doppelten Lippenpinsel und ja, die finde ich, wie gesagt, viel besser, weil ihr da die Farben, die ihr vermutet, auch so auf die Lippen bekommt. Mein Lieblingsfarbton ist dieser Violettton hier. Richtig schön. Also diese Palette gefällt mir ziemlich gut. Ich dachte eigentlich, ich mochte ihn nicht, aber ich wurde eines Besseren belehrt beim zweiten Mal tragen, also bei der zweiten Runde tragen. Der Multi Matte Blush in der Farbe 020 Lalavender. Das ist eben ein ja, mehrfarbiges Blush mit eher so gedeckten Farben, so Rosenholz, lila Einschlag, eben in matt. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass mir die Farbabgabe nicht so gepasst hat, dass ich den nicht so gut fand. Aber wie gesagt, als ich den jetzt wieder rausgekramt habe, kann ich das nicht mehr sagen. Also da habe ich den, glaube ich, irgendwie verwechselt. Er gibt gut Farbe ab, er gibt einen schönen Farbton ab. Wie gesagt, matt. Wer es lieber matt mag auf den Wangen, kann auf jeden Fall zu dem greifen. Ist ein absolut solides Blush, finde ich. Dann ein paar Produkte, die mich sehr, sehr positiv überrascht haben, das sind die Prisma Chrome Lipsticks. Da gibt es insgesamt 8 verschiedene Farben von. Ich blende euch die Swatch-Bilder ein und ich habe gedacht so, never, sowas benutze ich nicht, das ist mir einfach viel zu krass. Ich habe sie dann aber benutzt, weil ich mich eben durchgetestet habe und bin da ganz froh drüber. Ich habe die tatsächlich auch zur Arbeit getragen und muss sagen, sie sind nicht so krass, dass man sie nicht zur Arbeit tragen könnte. Also ich mag es eher dezent. Man sieht es heute. Ja, ich mag es eher dezent, wenn ich zur Arbeit gehe auf den Lippen. Ich konnte die aber trotzdem guten Gewissens dahin tragen. Und die haben eben auch, so wie diese Lipglosse, die ich euch vorhin gezeigt habe, so diesen besonderen Schimmer drin, so dieses Farbspiel schimmern. Und das gefällt mir doch extrem gut. Ich habe erst gedacht, das ist überhaupt nicht mein Geschmack, so dieses sehr stark metallische, aber ich muss sagen, es hat mir deutlich, deutlich, deutlich besser gefallen als gedacht und von daher werde ich die auch behalten.
Noch ein Lippenstift, allerdings in eine ganz andere Richtung. Das ist der Matte Lip Artist. Da habe ich die Farbe 010. Das ist ein ganz hübscher Rosenholzton. Sehr schön alltagstauglich, finde ich. Ist ein rausdrehbarer Creme-Lippenstift. Lässt sich einfach auftragen, unkompliziert. Er ist nicht wirklich matt. Das finde ich immer nicht so schön, wenn groß und dick matt draufsteht, aber der letztendlich nicht matt ist. Aber ich finde trotzdem das Finish sehr angenehm. Es ist so seidig und absolut alltagstauglich und eine schöne Farbe. Ein Produkt, was ich auch ganz gut finde, ist das Augenbrauen-Duo hier, der Brow Hero 2-in-1 Brow Pomade and Camouflage. Wasserfest, da gibt es zwei Nuancen. Ich habe hier die hellere 010 So Gigi. Das ist eben so ein Doppelprodukt. Einmal habt ihr hier ja eine sehr deckende Camouflage-Cream, wo ihr eben auch diese scharfen Kanten eurer Augenbrauen nachmalen könnt, wenn ihr ein extrem sauberes Ergebnis haben wollt. Ihr könnt es natürlich auch nehmen, um so einzelne Stellen abzudecken. Und dann habt ihr eben diese Augenbrauenpomade. Ist halt sehr, sehr cremig. Ihr müsst dafür einen extra Pinsel nehmen, also am besten so einen dünnen, schmalen, abgeschrägten Pinsel. Und dann könnt ihr eben eure Augenbrauen nachmalen. Das macht natürlich kein sehr natürliches Ergebnis, wie ich es heute jetzt eher trage, sondern es ist schon kräftig. Es ist eine kräftige Farbe, es ist eine deutlich dunklere Farbe, als ich sie jetzt trage. Aber mir gefällt das auch. Also ich mag beide Varianten. Ich mag das dezentere und ich mag auch das kräftigere. Und wie gesagt, es ist wisch- und wasserfest und echt ein gutes Augenbrauenprodukt. Dann habe ich jetzt noch eine Mascara und zwar die Glam & Doll Sculpt & Volume Mascara. Das ist so diese Rosé-Silber-Variante. Die Original ist ja schwarz und sehr bekannt und sehr beliebt. Ich mag sie auch. Und die hier hat ein ovales Bürstchen mit recht langen Borsten. Es ist ein Gummibürstchen. Und ich finde, die macht richtig krass lange Wimpern. Also die ist in puncto Verlängerung wirklich top. Sie fächert auch auf. Also ihr müsst gucken, eure Wimpern müssen schon echt gut durchgebürstet sein, weil sonst kann sie sie auch verkleben. Da müsst ihr so ein bisschen vorher mal mit dem Finger durch oder mit so einem Spoolie-Bürstchen durch, damit die Wimpern wirklich frei sind und aufnahmebereit für das Produkt. Und wenn das so ist, dann umhüllt die wirklich die Wimpern einzeln und fächert sie schön auf und macht einfach ein sehr, sehr intensives, voluminöses Ergebnis mit einer ganz, ganz tollen, starken Verlängerung. Dann habe ich hier wieder so einen Stift, also so ein Creme-Produkt, allerdings als Blush. Und zwar das Matte to Cheek oder der Matte to Cheek Blush Stick. Ich habe hier die Farbe 030, Game of Roses. Und der ist wirklich sehr schön. Ich habe den auch in einem Video, in einem First Impression Video, glaube ich, zum ersten Mal aufgetragen und war so ein bisschen skeptisch, weil ich Creme-Rouge nicht so gut finde. Oftmals, aber der hier ist wirklich okay. Das ist auch so eine Cream-to-Powder-Textur. Also er ist cremig, wenn ihr ihn auftragt und wenn ihr ihn dann verblendet, wird es so ein bisschen pudrig. Und das finde ich dann ganz schön. Der lässt sich gut verblenden, hat einen matten Effekt, also keine Schimmerpartikel mit drin. Und es ist eine wirklich schöne Farbe. Dann habe ich noch diese Spectra Light Trios auf meiner Top-Liste. Das sind eigentlich Lidschatten-Trios, aber ich habe die von Anfang an als Highlighter zweckentfremdet, weil für Lidschatten wären die mir zu hell. Ich mag das dann doch eher in die gedeckteren Farben. Und davon gibt es eben zwei Varianten. Einmal die 010, die hat so einen sehr, sehr tollen Peach-Ton mit drin und dann leicht gelblich und so weiß-perlmutt. Das sind alles gebackene Texturen, die sehr schön leuchten, ohne zu glitzern. Und das gefällt mir dann als Highlighter wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch die 020. Die ist dann eher kühler. Also da habt ihr so einen leicht grünlichen Ton. Der ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ein kühles Flieder und auch so ein weiß-perlmutt. Und ja, also wie gesagt, als Highlighter funktionieren die wunderbar. Als Lidschatten habe ich sie jetzt persönlich nicht getestet, aber das ist Geschmackssache, kann man machen, wie man will. Mir gefällt dieses wärmeren Ticken besser und vor allem eben dieser leicht Peach-Ton. Dann mein liebstes Augenbrauenprodukt von Catrice ist der Eyebrow Stylist. Den gibt es schon ganz lange. Ich habe die Farbe 020 Date with Ashton. Auch der hat an der einen Seite ein Spoolie-Bürstchen und auf der anderen Seite einen anspitzbaren Stift.
in einer ganz tollen aschigen Farbe, passt eben auch sehr gut zu blonden Haaren, ist ein cremiger Stift, mit dem ihr einfach die Augenbrauen nachmalen könnt. Super einfach, unkompliziert, macht ein schönes Ergebnis, eher in die natürliche Richtung als in die sehr stark auffallende Richtung. Ich finde den großartig, wirklich ein Top-Produkt im Catrice-Sortiment. Dann habe ich noch zwei Lippenstifte, und zwar einmal aus der Ultimate Color Reihe, die Farbe 370 in a Rose Garden. Wie der Name sagt, ein Rosenton, so ein Rosenholz-Beereton. Ist cremig von der Textur her, ist sehr, sehr stark deckend, lässt sich sehr einfach auftragen und hat eine schöne, alltagstaugliche Farbe mit eben so einem leichten Glanz drin. Die Haltbarkeit bei so Creme-Lippenstiften ist sicherlich nicht herausragend, aber auf jeden Fall total in Ordnung, wenn man jetzt nicht sehr viel zwischendurch trinkt und isst. Und dann habe ich noch aus der Ultimate Matte-Reihe die Farbe 010. Das ist auch so ein Rosé Nude-Ton, eben matt antrocknend. Genauso toll finde ich wie der andere Lippenstift. Auch super toll, alltagstauglich, eine Alltagsfarbe. Lässt sich einfach auftragen und ist eben nicht glänzend, sondern matt. Muss man gucken, was man möchte. Mir gefällt beides und das sind echt zwei Top-Lippenstifte. Dann habe ich noch wieder aus dieser Light Spectrum Strobing Brick Reihe die Variante 010 Brown Brilliance. Den benutze ich aber jetzt auch nicht als Highlighter, sondern als Bronzer, weil ich finde diese Farben einfach sehr, sehr schön zum Aufwärmen des Gesichts und ich benutze die dann auf den Wangen ganz großflächig. Der hat auch einen Feinschimmer mit drin, also ich würde ihn jetzt nicht zum Konturieren benutzen, sondern eher ein bisschen großflächiger, vielleicht über einem Konturprodukt drüber oder halt stattdessen. Dann habe ich noch einen ganz tollen Highlighter und zwar das High Glow Mineral Highlighting Powder. Das gibt es leider nur in einer Farbe. Also ich würde mich sehr freuen, wenn da nochmal so ein Goldton rauskommen würde oder ein Peachton. Das ist jetzt hier so ein recht helles Champagner. Gebackenes Produkt mit starker Leuchtkraft, aber ganz feinem Schimmer und so lieb ich das. Und der macht wirklich einen sehr, sehr intensiven Effekt auf die Wangen. Sieht man sofort, dass man Highlighter trägt und der ist echt gut. Der beste Solo-Highlighter im Catrice-Sortiment. Dann habe ich noch einen Lippenpencil, Lipliner, und zwar aus der Velvet Matte Color in Contour Reihe, die Farbe 030. Da gibt es aber ganz viele andere noch von. Das ist so ein Beereton, relativ intensiv, ist ein anspitzbarer Stift mit einer schönen, weichen Textur, lässt sich super gut auftragen und ja, trocknet eben Velvet Matt an. Also nicht hundertprozentig ganz trocken matt, aber auf jeden Fall nicht glänzend, hält ganz gut und ist wirklich eine schöne, frische Farbe. Dann bin ich jetzt wirklich bei meinen absoluten Tops angekommen. Das ist einmal die Professional Artist Eyeshadow Palette. Ich habe mir so erhofft, dass die gut ist und sie ist gut. Sie hat zwar sehr kleine Fändchen, finde ich jetzt aber nicht irgendwie dramatisch. Sie hat recht vielfältige Farben, also sowohl grün ist dabei, ein kräftiges Beere, hellere Farben, Brauntöne, Goldtöne und so weiter. Sowohl matt als auch schimmernd. Von der Pigmentierung her absolut in Ordnung für den Preis und damit kann man wirklich tolle Augen-Make-ups schminken. Also besonders dieser Beereton und dieser Goldton haben es mir angetan. Auch grün und braun finde ich in Kombi sehr, sehr schön. Also das ist wirklich eine sehr gelungene Lidschattenpalette. Dann auch ein absolutes Top-Produkt ist dieser Light Correcting Serum Primer in der Variante Sunlight. Den gibt es auch in so einem weißlicheren Ton, der nennt sich dann Candlelight. Und den kann man entweder in seine Foundation mischen oder unter der Foundation auftragen, wenn man halt so einen leichten Glow-Effekt haben möchte. Man kann ihn aber auch als Highlighter oben drüber setzen und dafür benutze ich den. Und da ist er wirklich wunderschön. Also ein wunderschöner Goldton, ohne Schimmerpartikel, einfach nur leuchtend und großartig. Ich liebe den. Wirklich eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung. Auch ganz, 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 ganz toll. Die Light in a Box Highlighter Palette. Bis auf den hier. Das ist wieder der Special Effect Topper. Der ist Glitzer pur. Braucht man nicht. Also eigentlich
nur die vier hier. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Highlighter. In Rosé, in Gold, in Bronze, in Perlmutt. Haben so ein bisschen gröbere Schimmerpartikel mit drin. Also wenn das Sonnenlicht draufkommt, sieht man schon so ein bisschen Geglitzer. Aber sie haben einfach eine super schöne Leuchtkraft und tipptopp Highlighter. Dann gibt es noch eine zweite Highlighter-Box. Auch ein absoluter Favorit, Galaxy in a Box Holographic Glow Palette. Und da könnt ihr tatsächlich alle fünf Farben ganz gut gebrauchen. Dieser Topper hier ist ein Dewy Finish, also ein Creme-Produkt ohne Schimmer mit drin, sondern einfach dieser Nass-Effekt, von denen es halt auch diesen Stick gibt, wobei der Stick ja, wie gesagt, Glitzer drin hat und der halt nicht. Also der ist besser. Und dann habt ihr hier vier sehr außergewöhnliche Farbtöne, auch wieder so ein Perlmutt. Dann zwei so Rosé-Fliedertöne, die so ein bisschen changierend sind. Und diesen wärmeren Peach-Highlighter. Großartig. Wirklich sehr, sehr gut. Und meine absolute, absolute, absolute Nummer 1 ist diese Palette hier, die California in a Box Bronzer and Blush Palette. Die ist so gut. Und zwar enthält die zwei matte bzw. seidige Konturtöne, die sich super, super, super schön verblenden lassen. Also anders zu dieser Make-up Professional Box nicht dreckig aussehen, sondern einfach schön aussehen. Dann habt ihr hier ein mattes Blush in so einem gedeckteren Rot. Und dann ein schimmerndes Blush in so leicht pfirsig goldschimmernd, auch sehr, sehr schön. Und dann noch einen ja, leicht goldfarbenen Highlighter, der hat so ein bisschen gröbere Schimmerpartikel mit drin. Also ist jetzt nicht der beste Highlighter, also nichts im Vergleich zu den Highlighterboxen von eben. Aber insgesamt ist das eine super empfehlenswerte Palette, gerade auch für Reisen, weil es eben so ein 3-in-1-Ding ist und das ist wirklich meine Empfehlung Nummer 1. Ja, und somit hätte ich euch jetzt alles gezeigt, was ich zu Hause von Catrice habe, aus dem aktuellen Sortiment und was ich durchgetestet habe. Ich weiß nicht, wie lang dieses Video jetzt geworden ist. Der Akku blinkt schon seit geraumer Zeit. Ich sollte zum Ende kommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir super gerne ein Feedback in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne euer Top- bzw. Flop-Catrice-Produkt. Und was euch sonst noch einfällt. Und dann würde ich sagen, sage ich tschüss für heute, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.